Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Heute ist mal wieder eine Brutstätte hier auf dem Plan. Die Brutstätte X1 oder XI. Ich denke mal X1 und David. Das heißt 11. Alter. Ich finde aber, die Brutstätte sieht krass geil aus. Und ich höre etwas. Darf ich zur Kante fallen lassen, bitte? Danke. Okay, wir sollen ja die Anwesenheit der Kultisten überprüfen. Das heißt, hier werden Kultisten sein. Okay. Nee, warum auch? Ich hab Spaß. Warte noch kurz. Alter, eine Waffe, ja! Alter! Pisskopf! Ich dachte, ich soll einmal rumstehen. Sonst überlebe ich das nicht. So, das war's mit dir. Womit hast du geschossen? Das war mit. Oder war es ein Rassler, mit dem er geschossen hat? Ich glaube, das war ein Rassler sogar. Alter, wie viele. Ah, das Lager ist voll! Ach du Scheiße! Okay, da sollten wir doch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Oder? Nee, oder? Nee, machen wir nicht. Vorsicht, was ist das? Komm schon, halt doch still! Ich will dir doch nichts tun, ich will dich doch nur töten! Hier mit euren Rasslern? Was haben die hier alle mit ihren Rasslern? Ist das die Rasslerhöhle oder wie? So, Headshot! Komm schon, Nahkampf! Zeig doch, was du kannst! Du bist einfach zu langsam für mich! Nimm doch mal deine Maske ab und kämpf wie ein Mann! Was seid ihr hier, die Inkognito oder wie? Nee, das geht so nicht. Ich verliere aber wirklich bei jedem Schlag, den ich hier einstecke, deutlich mehr Leben wie bei den anderen. Also die Kultisten-Schergen hier, also wirklich die Eclipse, die sind schon High-End-Krieger, würde ich sagen. So, da hat was Grünes, das finde ich sehr schön. Ja, okay, das ist auch schön. Wüstenglas. Kann man ja am Ende irgendwann gut verkaufen. Wenn wir mal wieder bei einem Händler sind. Wenn es wirklich mal wieder dazu kommt. Hi. Ach, scheiße. Das wäre ein Headshot gewesen. Dann halt jetzt. So, lebt denn noch irgendjemand? Hier oder habe ich schon wieder die Höhle mit euch ausgeräuchert? Ist ja unglaublich. Ihr werdet nicht besser. Die werden echt nicht besser. Das ist unglaublich. Ich gehe mal kurz hier hoch, um zu gucken. Aber hier ist nichts, oder? Aber das ist schon krass. Was aus diesem Ort geworden ist. Weil einfach. Das ist quasi eine Brutstätte, die nicht mehr in Betrieb ist, habe ich so das Gefühl. Eine Brutstätte, die quasi in Rente gegangen ist. Kann irgendwas Materielles in Rente gehen? Ich habe keine Ahnung. Den wird niemand vermissen. Ich weiß genau, dass da oben welche sind. Ich habe es gesehen. Was mich wirklich interessieren. Welche Maschinen wurden hier gebaut? Und wenn wirklich nur eine Maschinenart in einer Brutstätte gebaut wird. Welche Maschinen werden da nicht mehr gebaut, weil die hier stillgelegt ist? Weil offenbar ist die hier stillgelegt. Es sei denn, es ist nur der Anfang der Höhle stillgelegt. Ich meine, wir könnten jetzt auf die Karte gucken und uns spoilern. Aber egal. Untersuche die Anwesenheit der Kultisten. Haben wir gemacht. Okay, begib dich zum Brutstättenkern. Ach, so einfach. Fuck you! Fuck you. Rayon, hör auf zu labern und guck, wo du hinfällst. Steigst. Gehst. Mann, das hat mir in der letzten Folge schon so einen unnötigen Ton. Jetzt schon wieder. Also das ist wirklich unglaublich. Ich muss echt mal mir die Folgen durchgucken und mal gucken, woran ich am meisten sterbe. Ich wette mal zu 90%, also ohne Flachs, 90% falsch haben. Sterbe ich. 90% falsch haben. Bin mir ziemlich sicher. An Kills von Maschinen oder Kultisten oder anderen Kriegen und so, sterbe ich in der Regel deutlich seltener wie an Fallschaden. Das ist peinlich. Der Fallschaden ist mein größter Feind. Habe ich ganz mit Jägerfeind gekämpft? Kann ich mich bitte abseilen können? Was ist das hier? Heilendes Zeug. Nee, ich gehe erst hier hin. Hier gibt es Heilkräuter. Heilkräuter wichtig.
Soll ich hier hoch? Okay, hier geht's weiter, aber wir können auch hier drüben weiter, habe ich so das Gefühl. Können wir? Das sieht so verdächtig aus, der Rand. Kann man da nicht dran springen? Das sieht scheiße verdächtig aus. Ich teste das. Nee, kann man nicht. Ist nur Deko, der Rand. Okay, alles klar. Alles klar. Ja, es ist aber bei Horizon, dude. Entweder man hat so ein gelbes Teil, also so eine gelbe künstliche Festhaltefunktion. Also ein Seil oder ein Klotz oder irgend sowas. Oder man hat irgendeinen weißen Fleck, was bei in der Brutstätte meistens der Fall ist. So wie hier. Überbrücke den Kern. Das ist der Kern und das war's dann? Wo ist der Bosskampf? Okay, hier ist eigentlich genug Platz für den Bosskampf. Ach, das ist der Bosskampf. Okay. Es gleich Ärger geben. Es gibt hier keinen Ärger. Weil es hier keine Probleme gibt. Hi. Ich bin nicht da, ne? Nee, bin ich nicht. Nein, bin nicht da. Der hat eine geile Waffe. Ich will die haben. Gib mir deine Waffe. Du sollst mir deine fucking Waffe geben, verdammte Scheiße. Das Lustige ist, wenn man an die nah rangeht, dann ballern die nicht mehr. Da gehen die in Nahkampf und da kann man gut ausweichen. Und jetzt habe ich den. Und ich will nicht zu viel Muni verschwenden. Ich will die. Hallo, ich hab dich. Das war ein Headshot. Muss mich verarschen? Ernsthaft jetzt? So stark kann die Maske nicht sein. So, hier. Stirb, Abtrünniger! Ich bin ein Abtrünniger. Ich war doch nie bei euch. Wie kann ich ein Abtrünniger sein? Ist ein Abtrünniger nicht einer, der quasi von der Veranstaltung hier quasi abgeschworen hat? Das war's? Ich bin enttäuscht. Ich hab noch 42 fucking Schuss, Leute! Oh Mann! Ich stelle Horizon bald mal auf schwer. Das wird so nix. Wir spielen ja im Moment auf Schwierigkeit gerade normal. Ich werde es mal auf schwer stellen. Das wird so nix. Das ist zu einfach. Mann! Natürlich, ich spiele sehr aggressiv, offensiv. Das wird mir auch oft. Das wird zu schwer. Das will ich aber haben, bitte, danke. Ich kämpfe zwar meistens sehr offensiv, aber das ist halt mein Stil. So, was können wir denn weghauen? Wir haben so viel Zunder. Wir müssen endlich mal zu einem Händler. So, das hier kann weg. Ja, das kann weg. Mhm. Ne, nicht den Zunder aufnehmen. Ich will das hier. Das alte Amulett. So, dann überbrücken wir den Kern. Ja. War die leichteste Brutstätte ever. Und dann ist das jetzt wirklich schon wahr. Also, ich weiß nicht, ob es das schon war. War es das? Sehr schön. Mehrmals das war's. Überbrücken kann. Das war's. Ernsthaft? Das. Nein! Das war's nicht. Aber wo? Hallo? Ja, komm ich auch. Oh. Okay, machen wir ein Battle. Ha! Und ich hab eine zweite Waffe! Oh shit. Okay, Concentration. Hier sind viel, viele Leute. Ach du Scheiße. Okay, ich geh ein bisschen in Deckung. Alter. Ernsthaft? Ich finde Waffen hier einfach rumliegen. Können die die nachher wieder aufnehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich balle hier einfach rein. Oh shit, jetzt kommt die Teule auch noch. Oh shit, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Warte, ich umkreise euch mal schnell. Geht mal bitte aus dem Weg hier. Aus dem Weg. Ja, mal ganz kurz. Was? Hat das irgendwas gebracht? Warte mal ganz kurz. Tja, bringt nicht sonderlich viel, wenn nicht einer wirklich direkt daneben steht, ne? Kann ich mal bitte kurz? Darf ich? Ach komm schon. Alter! Jetzt wird's doch fordernd.
Ach, das ist doch ein Verwüster, oder? Wenn du ein Verwüster bist, dann gib mir doch kurz mal deine Knarre. Alter! Boah! Alter! Ernsthaft jetzt? Nicht stacken! Ey Leute, nicht stacken! Ich will jetzt die fucking Verwüsterkanone. Dann bist mal du down hier und dann kümmere ich mich um den anderen Dulli hier. Der denkt, der ist cool. Jetzt zeig doch jetzt, was du kannst. Ja, hallo, vorher noch große Schnauze. Und was ist jetzt? Jetzt komme ich hier mit der Verwüsterkanone und du hast gar nichts mehr. So. Ist hier noch jemand? Ja, okay. Hat doch ein bisschen mehr gefordert. Ernsthaft. Welche Waffe soll ich die töten? Ich treffe ihn aber wirklich nicht. Warte mal. Okay, krieg ich nicht down. Das sind hier immer noch Leute. Wo? Das sind wie Ameisen. Sind... Kniet nieder vor dem Schatten. Bam. Was? Das war es. Und es liegen noch so viele Waffen, die wir nicht benutzt haben. Hier. Todbringgewehr. Mann. Können nicht noch ein paar Wellen kommen von Leuten? Geht da Lust drauf? Also, ne, ehrlich. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Was können wir denn nicht mitnehmen? Was ist das denn? Eine Wächterlinse. Ja, okay, da können wir drauf verzichten. Wir haben genug Wächterlinsen. Was ist das hier? Kultistenbrecher? Und noch wieder so ein Todbringgewehr. Guck mal. Oh Mann. Kannst du das mal bitte ablegen hier? Danke. Die Scherben nehme ich doch gerne mit. So, aber der Tupi hier dabei. Und Trauungsschlüssel. Ja, braucht man das? Nein, ich habe schon einen. Der hat was Blaues, das nehme ich doch gerne mit. Welche Linse kannst du behalten? Ich nehme dir noch nicht die letzte Linse. Oho. Alter. Das ist ein richtiges Massaker. Ich nehme deren ganze Armee auseinander. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Okay. So eine leichte Modifikation, so weiter können wir uns schenken. Was könnte man denn hier nicht mitnehmen? Zunder. Ja, Zunder haben wir genug. Wir müssen echt mal zu einem Händler. Wir müssen einfach zu einem Händler. Es geht so nicht. Oh, nice. Rohstoffvorratkiste. Da werden wir öffnen, wenn wir wieder Platz im Inventar haben. So. Finde einen Ausgang. Okay. Ein Ausgang. Was ist das hier? Heilendes Zeug. Finde ich gut. Heilen wir uns gleich nach. Alter, wie viel Zeug hier einfach drin ist. einen Ausgang. Da hoch am besten. Geht das denn? Kommen wir da irgendwie hoch? Können wir das nochmal überbrücken und dann wächst der Leiter oder so? Nee, ne? Hm. Einfach zurück geht nicht, ne? Wir haben uns abgeseilt, ne? Hier kommt Licht runter. Und hier geht's hoch. Ich glaube, hoch ist immer eine gute Methode. Ernsthaft jetzt, wo geht's hier raus? Guck auf die Karte. Hier ist der Kern, hier geht's nicht weiter. Hier wird es rein theoretisch weitergenommen, von hier sind wir gekommen. Was ist denn hier drüben, also hinter uns? Erstmal was zum Plündern. Mehr kann ich nicht tragen. Egal, Leila. Kein Problem, kein Problem. Komm, ich renn nicht durch. Ne, hier komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht durch. Wird es womöglich der Ausweg hier schwerer wie der Einstieg? Möglicherweise. Ne, hier komme ich nirgends weiter. Ich gehe nochmal da hoch. Ein letztes Mal. Dann werden wir versuchen, einfach den Rückweg anzutreten, oder? Gut, dass der hier nicht aktiviert wurde. Okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Alles gut.
Weil da hoch ist auch eine Option. Ich geh mal da hoch. Das sieht sogar wie ein guter Weg aus. Warte. Das testen wir mal schnell. So. Dann, wenn möglich, nicht failen, Rayon. Komm schon, das kriegst du hin, das kriegst du hin. Das kriegst du nicht hin. Oh Mann, ich bin bei solchen Sachen immer so ungeduldig. Ich bin kein guter Jump'n'Runner. Sagt man Jump'n'Runner? Nee, ne? Sagt man Jump'n'Runner? Man sagt einfach Jump'n'Run-Spieler wahrscheinlich, ne? So, jetzt sind wir hier oben. Und hier geht's... Doch? Doch, doch, doch. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. Da drüben denn noch irgendwas? Nein. Okay. Ja, das könnte der richtige Weg sein. Hier ist nämlich Licht. Ja, das ist verdammt nochmal der richtige Weg. Wenn wir mal runtergucken auf den Kern. Ja, okay, ist egal. War das jetzt eigentlich die letzte Brutstätte oder haben wir da noch eine? Also wenn das die letzte war, war das leichter nüchtern. Dass die in einem solchen Endlevel-Gebiet ist. Obwohl, es ist kein Endlevel-Gebiet. Das ist, ich würde sagen, Medium-Gebiet. Oh, hier gerade rumstürmeln müssen. Was ist das? Aua. Double Heady. Könnt mich mal. Okay, die kann ich so nicht ausschalten. Das sind Minen. Ich will da nicht rangehen. Und weiter? Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, was bringt euch das? Verstehe ich nicht. Ja, okay, schön. Ich bin übrigens immer noch leicht erkrankt. Merkt man das? Nee, ne? Open the door, please. Ach, hier geht's schon raus. Nee, ich will mich hier drin umgucken. Ist hier drin noch was zum Umgucken? Ja, natürlich. Ich wollte mir doch nicht außen vor lassen hier. Ach komm, ich will kein Katz-und-Maus-Spiel machen wieder mal. Komm einfach her, one-on-one oder ich gehe. Jetzt müssen wir schnell sein. Okay, der hält nicht lang. Aua! Wichskopf, komm her jetzt! Alter, ernsthaft? Ada? Ada? Hallo? Hallo? Ich heile mich mal voll, ne? Hallo! Bist du bitte raus aus der Maschine? Hallo? Wo bin ich? Hallo? Hallo? Wie kommen wir hier wieder raus? Kann uns irgendwas töten? Was machen wir jetzt? Kann ich mich selbst exploden lassen, wenn ich sie? Kann mich so selbst rausbumsen? Selbst rausbumsen, das klingt auch lustig. Sonne, spreng mich raus! Alter, spreng mich raus! Ich kann mich nicht raussprengen. Ich glaube, ich verdammt nochmal nicht raussprengen. Ah, was ist denn los? Gibt's irgendwas, was mega Rückstoß macht? Sowas zum Beispiel? Nö, ich brenne, ne? Ja, scheiße. ich will nicht, dass Hexe am Scheiterhaufen sterben. Ich wollte gerade mit Eis dagegen wirken, aber egal. Fuck! Wir haben uns hier echt reingebacken, das Teil. Mann, ich will hier wieder fucking nochmal raus. Warte mal, ich habe jetzt eine Idee. Ich gehe mal ganz schnell in Fotomodus. Mal gucken, was hier für Phase ist. Ach,
Da hat sich Aloy reingebackt. Da kommt sie nicht wieder raus. Ach so. Ja. Ja, okay. Ich gehe dann. Nee, Aloy, kannst du hier selber bleiben. Ich komme ja nicht so weit weg von dir, das ist das Problem. Aber ich kann hier ein bisschen um die Ecke lunsen ohne dich, Aloy. Und da hinten ist es groß, wie es aussieht. Ist das da hinten der Kian oder was ist das da hinten großes? Aloy, wir haben ein Problem. Aber Leute, ich will erstmal sagen, dieses Problem werde ich offscreen lösen. Wenn es nötig ist, werde ich auch laden. Ja. Och, Aloy, Mann. Aber das ist wie der erste Bug in 40 Folgen oder so, was wir schon haben. Glaube ich, haben wir schon, ja. Das ist der erste Bug in 40 Folgen, der bei uns auftritt. Das ist schon episch für so ein Spiel. Ich habe dort schon deutlich mehr Fail-Compilations gesehen auf YouTube. Ja. Lasst eine Bewertung dafür, dieses kleine Mistgeschick hier mit Aloy. Und ja, kannst du die Kritik und so weiter in die Comments, wie es läuft. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.